Hallo Leute, ja, wir sind hier auf Silber und ich habe das Kunststoff schon rausgeholt, habe das da oben reingepackt, das passt schon mal. Wir haben aber eine neue Aufgabe noch gekriegt vom Frank, war das, glaube ich, der Frank Bartels oder so, der hat geschrieben, dass ich das mittlere Shuttle bauen soll und da wollen wir uns drum kümmern. Da würde ich sagen, nach dem Logo gucken wir, wie das geht. So, der Frank hatte geschrieben, wir brauchen zweimal Lehm. Den haben wir hier. Der muss gebrannt werden zur Keramik. Noch einer. So, das haben wir dann. Dann brauchen wir Aluminium und Kupfer. Das muss zusammen als Aluminiumlegierung oder so. Aluminium haben wir auf jeden Fall hier. Und Kupfer. Zinkblende. Das war Wolfram. Ich glaube, Kupfer haben wir nicht. Kurz mal gucken, ob das hier irgendwo auf dem noch ist. Wolfram. Ist denn jetzt mein Zeiger hin? Na super. Da ist er jetzt. Ja, das Kupfer fehlt uns. Da war Eisen. Haben wir hier was drauf? Nee. Einmal Kupfer. Das reicht. Einmal Kupfer reicht. Jetzt. Lauf daneben her. Ja, wo müssen wir es bauen, ist noch die Frage. Ach, vielleicht müssen wir, das hat er auch geschrieben, wir müssen das wahrscheinlich noch erforschen, ne? Ne, da. Jetzt ist die Frage, großer Drucker. Forschungskammer, große Solarmodule, große Plattform, große Ressourcenkanister, Buggy. Ne, dann ist das hier noch nicht. Dann muss es hier sein. Großer Rover, Bahnhof. Kleine Shuttle, mittlere Shuttle, da ist es. Das müssen wir freischalten. Haben wir gemacht. So, und dann wird es wahrscheinlich auf dem großen Drucker laufen. Gucken wir mal gerade. Mittlere Shuttle, Aluminium und Keramik. So, das heißt, Keramik abholen. Das haben wir. Und jetzt brauchen wir noch die Aluminiumlegierung. Mache ich die da in einem Chemielabor? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Pack das mal gerade runter, weil sonst fliegt das wieder durch die Gegend. Das macht dann keinen Sinn. Aluminiumlegierung, da ist es. Ne, einmal zurück. Raus. Weit weg, das hebt er nicht auf. Und Aluminium. Und loslegen. So, das läuft. Für diesen Dingens haben wir da oben schon alles drin. Hier ist doch noch eine Forschungsprobe, oder? Ne, das ist keine Forschungsprobe. Wir könnten aber mal gucken, dass wir was an Forschungsproben da reinkriegen, oder? Haben wir nicht noch was hier auf dem Wagen zum Forschen? Ne, sieht wohl nicht so aus, ich dachte. Gebrauchte Feststoffstuckdüse. Was sagt er mir hier? Er hat doch irgendwie eine Aufgabe oder was, ne? Treibstoff zum Nachdenken. Mittelgroße Windturbine auf dem Logistikbüro Glazio installieren, okay.
Muss ich zwei davon haben. Aber jetzt muss ich das, was der Frank schon geschrieben hatte, die Schubdüse haben. Da haben wir noch einen mittleren Gaskanister. Wenn ich die jetzt da dran mache, ist da schon was drin? Muss sein, ne? Nee, keine. Kein Kraftstoff drin. Okay. Nee, F. Gut, das heißt, da sind wir noch nicht so weit. Ach doch, vielleicht sind wir doch so weit. Man müsste sie nur erstmal auspacken, ne? Und dann mal drunter klemmen und dann mal gucken, ob es. Ist aber trotzdem kein Kraftstoff da. Nein. F. Aussteigen. Gut, die Düse haben wir, aber der Kraftstoff fehlt uns jetzt. Das ist auch gut. Das bedeutet, wir nehmen die Feststoffschubdüse erstmal gerade und müssen dann den Treibstoff machen. Die Legierung wird wohl fertig sein, gehe ich von aus, oder? Yep. Und können wir da noch? Ne, das will er ja dann nicht, ne? Ammonium, Ammonium und Wasserstoff, Hydrazin. Das müssten wir jetzt das Wasserstoff noch haben, aber den hatten wir doch schon, ne? Aber wir haben kein Ammonium, glaube ich, mehr, ne? Kann das sein? Hatten wir nicht irgendwo hier Wasserstoff? Da ist Ammonium. Ne, das ist Quarz, das muss das Gelbe sein. Da ist auch nicht. Da hinten. Die Legierung, die müssten wir mal an den Drucker machen, damit wir den endlich starten können, ne? Nicht schwer anmachen will ich's. So, jetzt läuft das große Werk. So, das haben wir. Rakete läuft. Ammonium hat man gesagt, brauchen wir zweimal. Ich habe es glaube nur einmal eingepackt, ne? Das ist schlecht. Geht hier nicht dran, ne? Okay. Kriegen wir aber so mit. Nochmal da dran. Ne? Und Rucksack. Zweiten und was war noch? Wasserstoff, aber den habe ich jetzt nicht hier, ne? Ne, habe ich den Wasserstoff gelassen? War der hier schon? Hatten wir Wasserstoff mitgebracht? Hier ist was. Ist nicht so, dass wir nicht Hydrazin schon hätten, ne? Okay. Kraftstoff 34% ist das dann. Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent man braucht, damit er startet. Was fehlt uns noch für Hydrazin? Das ist die Frage, ne? Wasserstoff. Ja. Hier ist aber nichts. Doch, warte, da vielleicht. Oder ist das Schwefel? Ne, da ist der Wasserstoff. Und dann kriegen wir nochmal Hydrazin. Ich weiß nicht, da stand 34% ist es und wie viel das bringt, habe ich keine Ahnung von. Okay, das braucht eine Weile. Dann gucken wir da hinten. Der Drucker ist schon auf halber Höhe, das geht schon mal. Hier ist irgendwie keine Forschungsgeschichte mehr da, das ist schlecht. Was haben wir hier? Exo-Auftragsplattform, okay. Haben wir gar nichts zum Forschen mehr hier? Wohl nicht. Hier war auch nichts mehr dran, ne? Was haben wir denn hier? Leben nochmal.
Da war nochmal Kupfer. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Kraftstoff produzieren, ne? Dann können wir die Rakete starten. Die kann dann mal woanders hin, ne? Aber noch nicht, weil ich muss erst noch gucken. Ja, schon Chaos hier, ne? Das war Titan, oder? Ja. Hier hatten wir den Schwefel, ne? Ja. Da war sonst nichts, ne? Ne. Und wo wollten wir hin? Ich glaube nach Glazio, ne? Ne, nach Glazio wollten wir nicht, oder? Oh, die Dingens ist fertig, die Rakete. Oder das Shuttle, ist ja keine Rakete. Ja, dann mal auspacken, oder? Okay. Und das sieht krass aus. So, das bedeutet, wir nehmen hier das Dingens raus. Und packen das da rein. Und dann packen wir hier die Dingens da drunter. Jetzt brauchen wir nur noch den Startplatz erstmal. Das heißt, der kann hier weg. Jetzt habe ich aus Versehen daneben. Okay. Da steht sie doch ganz nett, oder? So, dann kommt die erstmal da drauf. Dann haben wir das. Und da können Generatoren drauf, oder was war das? Und hier ist da auch noch Platz drin. Weiß ich nicht. Kann ich den denn jetzt da reinschrauben? Ja, geht auch, okay. Und da soll der Sauerstoffgenerator bestimmt drin sitzen dann. Dann machen wir das mal. Oh. Na super. War das das mit dem Kunststoff? Ja, na ja. So, das passt schon mal dran. Da haben wir schon mal zwei auch. Sag schon. Zwei. Genau, die meine ich. Ach, guck mal an, das ist noch nicht mal aufgebraucht. Ich dachte, das wäre aufgebraucht. Gut, dann gehen wir hier weiter und hoffen, dass wir das hier unten dran packen können. So, jetzt haben wir 67%. Das heißt, einer würde nur noch gehen. Ich habe aber nicht genug Ammonium hier, glaube ich, vor Ort, oder? Auf dem Wagen ist nur noch eins. Das heißt aber, das ist erstmal gut. So, und das nächste, was ist, wir würden jetzt noch ein Lager mitnehmen können. Was ist da drauf? Nix, außer das. Halte ich jetzt nicht für. Guck mal, hier ist noch ein ganzes Regal voller Kupfer. Beidseitig sogar, okay. Jetzt ist die Frage. Quarz packen wir mal noch drauf. Was haben wir da noch? Zinkblende? Gemisch. Vielleicht nehmen wir die Zinkblende mal mit. Oder Zink. Ich glaube, wir nehmen Zink mit. Stromverlängerung brauchen wir nicht. Harz wäre vielleicht noch ganz nett. Wolfram brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, oder? Das würde ich erstmal als Bersex mitnehmen. Einer geht noch. Ja, vielleicht nur ein Harz. So, den dann, nicht den, sondern den ganzen Kladderadatsch da rein, ne?
So, ach, kann man aufklappen, geht auch. Dann geht das doch bei dem auch mit aufklappen wahrscheinlich. Naja, dann sieht man das auch alles besser. So, drei Plätze haben wir noch frei. Was machen wir da noch rein? Kleine Batterie hätten wir da noch. Es ist aber, glaube ich, nicht. Ein Eisen. Was sagt denn unser Rucksack? Hier ist eine Forschungsprobe, guck. So, dann geht doch was. Exoship, ja, das macht Sinn und die Dynamit macht auch Sinn. Das würde ich so mal so mitnehmen. Und nun? Komm, Aluminium ist noch ganz wertvoll. Das Ding, das zweite Eisen ist da gar nicht drin gelandet. Auch cool, ne? Komm, noch ein Kupfer, dann haben wir's. Ich glaube, das ist gut bestückt. So, jetzt brauchen wir noch einen Sauerstoffgenerator. Wo war der denn am liegen? Nirgendwo, ne? Da in der Rakete ist auch keiner drin. Ich weiß, dass wir einen zu viel irgendwo gebaut hatten. Das weiß ich noch. Aber hier war das nicht, oder? Oder steht er hier irgendwo rum? Ich glaube nicht. Er ist nicht hier. Hier ist noch ein Exoship. Vielleicht nehmen wir den besser mit. Ja. Ein Gaskanister, mittelgroß. Ja, sollte man vielleicht irgendwie auspacken, oder? Und dann kann man ja die Gase da alle reinmachen hier, diese hier zum Beispiel, ne? Oder? Vertue ich mich da? Ich glaube nicht, ne? Da ist jetzt Schwefel drin. Sieht man zwar nicht, aber ist es wohl. Ah, 160 Ladungen, wir haben 20 drin, alles klar. Okay, wir haben die Rakete gebaut, wir haben den Antrieb, wir haben auch den Treibstoff dazu. Das ist erstmal alles, was wir brauchten. Wir haben jetzt für den Atmosphärenchecker da, haben wir das auch gebaut. Weiß aber jetzt gerade nicht, wofür wir das haben wollten mehr. Das ist schon so lange her wieder, ne? Für Argon, glaube ich, weil wir Stahl herstellen wollten. Und Argon gibt es auf Glazio. Ja, ich glaube, das war das wohl. Wasserstoff hätten wir hier, also wäre es das nicht. Und Schwefel haben wir schon geholt. Also das heißt, das Argon wollen wir jetzt aus der Atmosphäre von Glazio gewinnen. Das ist also unser Ziel. Gut, ich würde jetzt aber hier erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst euch überraschen, es wird anders.